In diesem Video gibt es ein Bundesliga-Elfmeterschießen-Battle, aber kein ganz normales, denn wir haben hier eine Landkarte mit allen Vereinen aus der ersten Bundesliga. Und am Ende gibt es hier nur einen einzigen Verein, der komplett Deutschland übernimmt. Unbedingt dranbleiben, es ist eine richtig krasse Idee. Wir sehen erstmal das Glücksrad und wir starten hier mit Union Berlin. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, in welche Richtung die sozusagen angreifen. Wir gucken hier einfach mal auf den Pfeil und der zeigt nach unten rechts. Also Union Berlin greift jetzt hier Sachsen an, das heißt, es gibt das Duell gegen Leipzig. Wenn sie gewinnen, dann erobern sie das Land, ihnen gehört sozusagen Sachsen und Leipzig ist dann natürlich raus. Wenn sie aber verlieren, dann läuft es andersrum. Wir gehen also ins allererste Elfmeterschießen, mal gucken, wie sich die Karte danach verändert. Union startet schon mal gut rein. Mal schauen, wie Leipzig hier rein startet. Auch die machen den ersten Elfmeter rein. Ich bin sehr gespannt, denn im Elfmeterschießen kann natürlich alles passieren. Ich glaube nicht, dass Bayern München heute sozusagen, ja, Deutschland erobern wird, die deutsche Nummer 1 ist. Wir gucken direkt, der nächste Elfmeter wird auch gehalten. Leipzig jetzt mit einem ganz frechen Lupfer, also Forsberg hier. Steht 2:2. Kapitän Trimmel jetzt hier aber auch mit dem Fehlschuss in Kunku. Kann Leipzig also hier in Führung bringen und das macht er auch. Geißelmann muss jetzt hier schon treffen, das macht er auch. Sie bleiben also hier drin im Elfmeterschießen. Aber Leipzig kann das Ganze natürlich hier mit einem Treffer jetzt beenden und das machen sie auch. Wir haben also die allererste Veränderung auf der Karte. Union Berlin ist raus und Leipzig übernimmt jetzt hier diese Region. Für die Hertha hat es übrigens keine Auswirkungen. Union Berlin ist also nicht mehr vertreten. Wir suchen direkt den nächsten Verein, der hier angreifen wird und das ist Schalke 04. In NRW gibt es da natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wir gucken direkt mal, es geht direkt ins Duell gegen Dortmund. In NRW gibt es natürlich hier viele Teams. Es geht also nicht um ein Gebiet, sondern einfach nur ums Überleben. Wir gehen also hier direkt in das zweite Elfmeterschießen. Der Rodde startet hier direkt mit dem Treffer. Das Ganze geht in Amerika übertrieben ab. Ich glaube, Dean's World war der Erste, der das gemacht hat. Mit Football war das Ganze. Jetzt machen wir hier das Ganze einfach mal in FIFA. Schalke direkt mit zwei Treffern zum Start. Wird auch Dortmund hier zweimal treffen. Ja, so kommt es. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Dranbleiben wird sich lohnen. Jetzt haben wir hier den ersten Fehlschuss und den nächsten Treffer jetzt hier einfach mal mit einem Lupfer in die Mitte. Schalke mit dem nächsten Schuss und auch der geht hier rein. Aber Dortmund kann natürlich jetzt ordentlich Druck machen. Der nächste Lupfer hier von Bellingham. Es geht einfach sozusagen um das Gebiet, um die Chance hier NRW zu übernehmen. Auch wenn das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird. Wir gucken auf Schalke. Die machen den Ball hier rein. Aber Dortmund hat natürlich jetzt die Chance, das Elfmeterschießen zu entscheiden und sie gewinnt das ganze Ding. Und das heißt natürlich auch, Schalke ist raus. Und Dortmund machen wir hier mal so ein bisschen größer. Zweimal hat das Angreiferteam hier also verloren. Mal gucken, ob es auch ein drittes Mal hier geben wird. Wir sehen erstmal, Bochum wird das nächste Team, was angreift. Fehlt jetzt nur noch die Richtung und natürlich ein kostenloses Abo von euch, um auch weiterhin hier solche Sachen zu machen. Unbedingt Support da lassen, lasst ein Like da, falls euch das Ganze gefällt. Und wir gucken direkt mal, wo es jetzt hingeht für Bochum. Und es geht nach unten, also zu Leverkusen. Wir haben hier also direkt das nächste NRW-Duell. Und Bochum startet hier auch direkt mit dem Treffer. Sie spielen natürlich heim, sollte vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein, obwohl hier in der Simulation, glaube ich, komplett egal. Leverkusen startet aber nicht gut rein. Vorteil jetzt hier für Bochum, die auch den zweiten Ball hier reinmachen. Jetzt schon so ein bisschen Druck auf Leverkusen. Die sind natürlich von der Gesamtstärke das deutlich bessere Team. Ganz klare Sache. Aber wie gesagt, im Elfmeterschießen kann natürlich hier alles passieren. Und jetzt noch mehr Druck jetzt hier bei Andrich, aber er macht den Elfmeter rein. Hätte er den verschossen, dann würde das jetzt hier der Entscheidungsball sein. Für Bochum ist es aber nicht. Aber Patrick Schick muss den Elfmeter jetzt hier treffen, damit es noch weiter geht und er trifft auch. Aber Bochum kann jetzt hier Leverkusen von der Landkarte hier einfach mal kicken und das machen sie auch. 5 Treffer. Eines der schwächsten Teams besiegt also eines der stärksten Teams. Leverkusen verschwindet. Bochum wird größer, hat aber dadurch natürlich auch mehr Angriffsfläche. Und jetzt hat das Heimteam, also das angreifende Team, auch mal gewonnen. Mal gucken, ob es so weitergeht. Jetzt sehen wir die Hertha. Und da ist das Ganze so ein bisschen sinnlos, denn sie sind natürlich umzingelt. Sie treffen also jetzt hier nicht auf Wolfsburg oder Werder, sondern natürlich auf Leipzig. Die Hertha ist momentan sehr klein auf der Landkarte. Könnte aber jetzt hier ziemlich groß werden und komplett Leipzig übernehmen. Also das Leipziger Gebiet. Aber die wollen das Ganze natürlich hier verhindern. Beide treffen ihren ersten Elfmeter. Beziehungsweise machen den Elfmeter rein, treffen den Ball. Das sollte aber auch klar sein, der erste Elfmeter, der aber jetzt hier verschossen wird, kommt von der Hertha und Leipzig macht den rein. Damit gehen sie hier natürlich in Führung. Plattenhardt macht das 2:2. Aber Forsberg, der sorgt jetzt hier nicht für die Führung. In Zeitlupe wurde dieser Ball gehalten und wir sehen hier direkt den nächsten Ball. Kunku jetzt hier für Leipzig, auch er trifft.
damit bleibt es beim 3:3, also beim Unentschieden. Wir gucken auf den letzten, vielleicht letzten Torschützen von der Hertha. Ja, sie verschießen nämlich. Die könnten sich jetzt so viel Gebiet holen, nur durchs Elfmeterschießen. Aber Leipzig, die haben jetzt die Chance weiterzukommen und das machen sie auch. Die Hertha verschwindet also und Leipzig hat hier auch keinen direkten Nachbar mehr. Die werden wir jetzt auch direkt mal hierhin verschieben. Mal schauen, was der nächste Verein hier macht. Bis jetzt hat das angreifende Team hier 3-mal verloren von 4-mal. Das ist natürlich nicht so gut und es geht vielleicht sogar weiter hier mit dem FC Augsburg. Mal schauen, in welche Richtung es für sie geht und wir sehen einfach mal, ja, sie müssen gegen den FC Bayern ran. Und hier geht es nicht darum, Punkte in der Bundesliga zu holen oder im DFB-Pokal weiterzukommen, sondern um das komplette Bundesland Bayern. Wir gucken direkt mal auf Mané, der möchte das natürlich hier mit Bayern verteidigen. Aber Elfmeterwerte ziemlich ausgeglichen. Sommer hält den ersten Ball hier von Augsburg. Wir gucken direkt mal auf Thomas Müller, der schießt ihn einfach in die Mitte und der Torwart bleibt stehen. Nächster Schuss hier von Augsburg, der geht rein. Mal gucken, was Choupo-Moting hier macht. Auch der haut ihn hier rein. Die Augsburger sind also jetzt hier wieder dran, aber wieder ein sehr schwach geschossener Elfmeter. Goretzka kann die Bayern jetzt in Führung bringen, macht er aber nicht. Bisher immer das gleiche Ergebnis hier bei den Elfmetern. Das heißt, nach diesem reingemachten Elfmeter sollten auch die Bayern treffen. Mal gucken, ob Alphonso Davies das machen wird. Ja, genau so geht es weiter. Sehr, sehr spannende Sache hier um komplett Bayern. Jetzt scheitert aber Augsburg an Sommer. Musiala kann jetzt München also da so ein bisschen alleine hinschicken. Aber nein, es geht weiter. Jeder Elfmeter einfach gleich. Und jetzt muss es auch so sein, um weiterzukommen. Augsburg jetzt hier mit dem Treffer. Und der neue Mann, Cancelo, bei den Bayern. Was für ein heftiger Transfer ist. Ist er jetzt am Elfmeterpunkt und macht den Ball hier auch rein. Okay, ganz ruhig. Jetzt Augsburg mit dem nächsten Elfmeter. Sommer hält den Elfmeter. Man sollte meinen, wegen seiner Größe ist er nicht der krasseste Elfmeter-Torwart. Aber er hat es immer wieder bewiesen. Aber auch der nächste Ball geht wieder nicht rein. Das ist komplett verrückt. Die haben sich einfach abgesprochen. Die wollen das Ganze hier noch so ein bisschen hinauszögern. Wir gucken auf den Licht. Der macht den Ball hier rein. Es geht also immer weiter. Mittlerweile schon das 5:5. Und jeder zweite Schuss ist nicht drin. Und auch dieser Schuss ist nicht drin. Was für ein episches Battle. Unbedingt abonnieren für einen zweiten Teil. Und wir sehen, Upamecano macht den rein. Bayern ist hier weiter. Beziehungsweise für Bayern München geht es hier weiter. Für den FC Augsburg ist jetzt hier Schluss. Bayern übernimmt das Gebiet. Also der FC Bayern München. Es verliert also direkt das nächste Angreiferteam. Wir gucken auf das nächste Team, was jetzt hier angreifen wird. Das heißt erstmal nichts Gutes. Okay, Bochum. Die sind noch am Start. Die werden jetzt hier wieder angreifen. Mal gucken, ob es da wieder ein NRW-Duell hier gibt. Und ja gut, die gehen erstmal ins Leere. In andere Länder wollen wir aber nicht gehen. Solche Geschichten machen wir nicht. Aber vielleicht beim nächsten Teil. Das kann man natürlich auch international machen oder mit anderen Ligen. Wir sehen, es geht jetzt nach oben rechts. Ich hoffe, die Karte ist richtig, aber das sollte bedeuten, dass sie jetzt hier gegen Dortmund spielen. Es wird also nach diesem Elfmeterschießen wieder ein Tor weniger, beziehungsweise ein Team weniger in NRW geben. Der erste Elfmeter ist nicht drin und das gleiche auch bei Dortmund. Wir sehen jetzt hier Hoffmann, der den Elfmeter reinmacht. Die Torhüter haben übrigens die 100er Fähigkeit. Das heißt, die könnten ein bisschen besser sein als normalerweise oder sollten normalerweise besser sein, aber gilt natürlich für alle Teams, deswegen kein Vorteil. Wir sehen, Kobel hält den Ball. Mal gucken, ob es jetzt hier wieder im Gleichschritt so weit geht. Ja, schon wieder. Fängt es jetzt wieder so an wie gegen Augsburg und Bayern. Ja, also es geht schon mal so weiter. Bochum trifft. Damit sollte jetzt auch Bellingham hier treffen, weil alles normal läuft. Bellingham trifft auch. Es geht schon wieder so los. Aber jederzeit kann natürlich auch was anderes passieren. Jetzt gibt es 2 Treffer in Folge. Das gab es, glaube ich, beim letzten Elfmeterschießen kein einziges Mal. Also komplett verrückt. Einfach so ein AB-Elfmeterschießen. Wir sehen jetzt Guerrero, der den auch reinmacht. Damit geht es hier wieder in die Verlängerung. Der Kapitän tritt an, übernimmt die Verantwortung, schießt aber überhaupt nicht gut. Und Dortmund könnte jetzt hier das Gebiet sozusagen erweitern. Machen sie aber nicht. So, Bochum mit der großen Chance, NRW hier so ein bisschen weiter zu übernehmen. Dortmund muss jetzt hier treffen, um nicht auszuscheiden. Das machen sie nicht. Bochum ist drinne oder bleibt drinne. Und damit sehen wir jetzt natürlich die erste richtig große Überraschung. Dortmund ist weg. Und Bochum hat jetzt hier ziemlich viel von NRW, aber Gladbach und Köln sind natürlich auch noch am Start. Wir gucken direkt auf das nächste Team. Ich bin sehr gespannt. Es macht extrem viel Spaß. Okay, Dortmund, die können wir natürlich nicht mehr bekommen. Ich lösche mal kurz alle Teams. Also alle Teams, die hier rausgeflogen sind. Logischerweise, wir gucken direkt auf das nächste Team. Bayern wird hier angreifen. Mal schauen, vielleicht holen sie sich jetzt auch das Abonnierengebiet, also ein freies Gebiet sozusagen. Und es kommt tatsächlich sogar so. Sie müssen dafür auch gar nichts tun. Sie bekommen das Gebiet. Sind natürlich jetzt hier deutlich das größte Team im Land. Macht sie aber natürlich noch angreifbarer. Auch hier packen wir die Bayern einfach mal so ein bisschen in die Mitte. Und wir gucken natürlich direkt den nächsten Verein uns an. Welcher Verein macht hier den nächsten Zug? Welcher Verein wird angreifen? Und ist es wieder Bochum, die hier schon zum dritten Mal angreifen? Okay, ich glaube, Bochum will das ganze Ding hier gewinnen, aber angreifen heißt natürlich nicht direkt gewinnen. Sie werden jetzt hier einfach mal gegen Frankfurt spielen. Also entweder
erweitert Bochum jetzt hier noch ihr Gebiet um Hessen oder Hessen übernimmt jetzt hier komplett NRW. Wir gucken direkt auf Kamada, der jetzt hier seinen Elfmeter reinmacht. Wir haben also zwei Elfmeter, die zum Start direkt reingehen und auch der dritte ist hier drin. Das könnte natürlich dann auch ein Gegner von Bayern München sein. Mal schauen, vielleicht direkt als nächstes hier Bochum gegen Bayern. Dafür müssen sie aber natürlich erstmal gewinnen, aber der Elfmeter geht aber nicht rein, genauso wie der von Kolomani. Wir schauen auf Bochum, die jetzt hier einfach mal in die Mitte schießen. Aber solange das erfolgreich ist, ist es natürlich eine gute Sache. Frankfurt jetzt hier mit zwei Elfmetern in Folge verschossen. Bochum kann also wirklich direkt das nächste Team hier besiegen und nochmal weiterkommen. Bochum macht tatsächlich die nächste Sensation hier fertig. Oder komplett verrückt, was hier passiert. Frankfurt wird natürlich jetzt hier entfernt und Hessen verschwindet natürlich jetzt hier. Und jetzt sieht das bei Bochum schon mal richtig krass aus. Eine komplette Überraschung, aber genauso soll es ja auch sein. So, jetzt wird es aber auch mal Zeit für Teams, die jetzt hier noch nicht dran waren. Bochum übernimmt das Ganze. Wir sehen jetzt hier Frankfurt, die sind aber schon raus. Die können wir direkt hier entfernen. Müssen natürlich jetzt hier direkt mal weitermachen. Welcher Verein würde jetzt hier angreifen? Ist es ein neuer Verein? Hoffenheim könnte jetzt aber hier auch direkt wieder auf Bochum treffen. Mal gucken, was es wird. Und wir sehen, es wird. Wenn man nach oben rechts geht, dann ist es eher Bayern München als Bochum. Wir packen den Pfeil also ungefähr auf die Mitte des Logos. Und ja, das ist ganz klar jetzt hier Bayern. Die große Frage dieses Elfmeterschießens ist natürlich, wem gehört der Süden? Und der Ball geht sogar tatsächlich rein. Was ist das denn hier von Sommer? Sehr kurios. Startet dieses Elfmeterschießen. Bayern macht den ersten hier rein. Wir gucken auf Dolberg. Auch der macht den dritten Elfmeter hier rein. Das würde sehr viel hier verändern. Bayern München trifft aber jetzt hier nicht. Also an der Landkarte wird sich hier sehr viel verändern. Hoffenheim jetzt hier direkt mit drei Treffern hintereinander. Es kann wirklich alles passieren. Schwuppoting schon mit ordentlich Druck. Hoffenheim jetzt hier mit dem nächsten Schuss für Baden-Württemberg. Wenn Goretzka nicht trifft, dann ist Bayern jetzt hier weg von der Landkarte, aber er trifft. Aber Hoffenheim hat es trotzdem noch in der eigenen Hand. Wir gucken direkt auf den fünften Schützen. Er trifft. Hoffenheim ist weiter. Beziehungsweise kann man, glaube ich, eher sagen, Bayern München ist jetzt hier raus. Und damit haben wir hier die nächste sehr, sehr große Überraschung. Das Bundesland Bayern ist natürlich jetzt hier Geschichte. Es gibt jetzt nur noch Baden-Württemberg unten. Mal schauen, welcher Verein sich da durchsetzen wird, beziehungsweise wer jetzt hier angreifen wird. Es ist ein neuer Verein mit Gladbach. Die können natürlich jetzt die ganze Arbeit von dem VfL Bochum hier hops nehmen. Und ja, es wird das Duell gegen Bochum. Oder auch nicht, denn wenn wir das Ganze jetzt hier in der Mitte platzieren, ja, dann zeigt es hier auf diese Spitze. Es gibt also jetzt das Duell gegen Mainz 05. Es ist also das Duell NRW gegen Rheinland-Pfalz und wir sehen direkt, Gladbach macht vielleicht die gute Arbeit von Bochum hier kaputt. Der erste Elfmeter von Mainz geht rein, damit gehen sie in Führung. NRW hat sich so viel jetzt aufgebaut, beziehungsweise Bochum hat jetzt hier halb NRW sozusagen leer gemacht, dann noch Hessen übernommen. Aber jetzt ist erstmal hier wieder alles auf Gleichstand. Gladbach aber hier direkt mit dem nächsten Fehlschuss. Jetzt gucken wir auf Mainz 05. Die machen den Ball rein, gehen in Führung. Das wäre schon eine sehr große Überraschung nach diesem Run. Okay, was macht Thuram denn da bitte für einen Elfmeter? Was haut er da denn raus? Onisivo jetzt hier nicht mit so einem krassen Elfmeter. 2:2 steht es jetzt hier. Letzter Schütze und dann so ein Elfmeter. Ich glaube, der wusste nicht, worum es hier gerade ging. Mainz 05 kann jetzt hier Rheinland-Pfalz vergrößern und das macht er auch. Also, das machen sie. Also, NRW gibt es hier offiziell nicht mehr und vor allem gibt es natürlich auch kein Gladbach mehr. Schon wieder das Angreiferteam, was hier rausfliegt. Und damit ist Bochum jetzt sozusagen auch nur noch Gast in Rheinland-Pfalz. Es wird also jetzt hier immer spannender. Wolfsburg und Werder waren aber oben noch gar nicht am Start. Mal gucken, ob wir die jetzt hier endlich bekommen. Und es geht ja weiter mit Wolfsburg. Und da könnte natürlich jetzt sehr, sehr viel passieren. Wir gucken direkt, was passieren wird. Die gehen nach unten links. Und damit gibt es jetzt das Battle gegen Bochum. Die sind also schon wieder am Start. Also Bochum hat so viele Duelle hier schon gewonnen. Ich würde das denen echt gönnen, wenn sie auch hier gewinnen. Aber jetzt sind sie hier die Auswärtsmannschaft. Wolfsburg startet auch ziemlich gut hier rein mit dem ersten Elfmeter, der hier direkt reingeht. Und das ist auch bei Bochum der Fall. Wolfsburg also jetzt hier zum ersten Mal am Start. Und das ist der erste Fehlschütze. Hoffmann jetzt hier für Bochum. Einfach mal elegant in die Mitte gelupft. Mal schauen, ob Arnold auch sowas ähnliches macht. Nee, der macht den einfach ganz entschlossen links oben rein. Oder so halbmittig. Ist aber auch egal, wie er den reinmacht. Bochum macht auch den nächsten Ball hier rein. Wir schauen wieder auf Wolfsburg. Und der Ball wird hier gehalten. Bochum kann jetzt also hier schon wieder gewinnen und wird jetzt hier den Elfmeter auch reinmachen. Bochum gewinnt schon wieder. Wolfsburg ist raus und die Farbe von Niedersachsen verändert sich, auch wenn Werder noch nicht besiegt wurde. Mit einer Länderkarte wäre das natürlich ein bisschen besser, aber wir lassen es erstmal so. Verbesserungsvorschläge gerne unten rein. Die Farbe des Gebietes hat ja auch nicht wirklich viel zu sagen. Jetzt geht es um die Logos und jetzt sehen wir hier gleich auch das nächste Logo von dem angreifenden Team. Mainz 05 wird jetzt hier folgendes Team angreifen und das ist einfach mal, ja,
gar kein Team, denn im Saarland gibt es keins, sie übernehmen aber sozusagen das Gebiet. Mal gucken, ob wir jetzt auch ein Team bekommen, was gegen ein Team hier antreten wird, und wir sehen Stuttgart oder Köln, es wird Stuttgart. Wir haben nur noch 8 Teams übrig und eins wird natürlich gleich hier weg sein, und es wird ein Duell zwischen Freiburg und Stuttgart. Und jetzt geht es hier so langsam in die heiße Phase. Stuttgart startet direkt schon mal mit einem Treffer ins Elfmeterschießen hier rein. Mal gucken, ob Freiburg nachlegen kann. Die sind ja ziemlich weit unten. Aber das ist natürlich jetzt hier komplett egal. Die würden natürlich jetzt hier sozusagen ein bisschen dazu gewinnen. Aber es gibt da ja noch ein weiteres Team hier in Baden-Württemberg. Aber wir gucken natürlich erstmal voll auf dieses Elfmeterschießen, wo die ersten 5 Elfmeter auch alle reingehen. Ein sehr gutes Elfmeterschießen bis jetzt. Aber jetzt haben wir den ersten Fehlschuss. Der erste Keeper hält einen Ball. Und jetzt muss auch der Stuttgart-Keeper den Ball hier von Freiburg halten. Muss er nicht. Also er muss ihn nicht halten. Flecken muss nämlich hier diesen Ball von Stuttgart halten. Und das macht er nicht. Wir haben also hier direkt das nächste Team, was sich verabschiedet. Stuttgart habe ich hier einfach mal ein bisschen größer gemacht. Und jetzt gucken wir uns den nächsten Verein an, der hier angreift. Und das ist zum allerersten Mal der erste FC Köln. Mal gucken, in welche Richtung es jetzt hier geht. Und wir sehen, es geht nach unten. Also theoretisch hätten die jetzt auch das Saarland übernommen. Ich glaube, ich drehe einfach nochmal. Denn so wirklich nach Mainz 05 sieht das jetzt auch nicht aus. Wir gucken direkt auf das nächste Mal. Jetzt ist es aber ganz deutlich Mainz 05. Werder sneakt sich weiterhin hier so durch. Die haben einfach noch kein einziges Elfmeterschießen gehabt. Das Ganze muss für Werder aber gar kein Nachteil sein. Vor allem, das könnte sogar ein Vorteil sein. Jetzt sehen wir keins, der den Elfmeter verschießt. Diesmal nicht auf ganz kuriose Weise. Aber Mainz 05 kann das Ganze hier schon mal ausnutzen. Wir gucken direkt auf den nächsten Ex-Werder-Spieler. Selke macht den Ball rein. Mal schauen, ob Mainz jetzt hier nachlegen kann. Ja, können sie. Und direkt der nächste Kapitän mit Hector. Auch er trifft für Köln. Mainz 05 jetzt hier wieder am Start und auch wieder mit dem Treffer. Ja, so langsam ist da ein bisschen Druck bei Köln mit am Start, aber der geht noch rein. Und Mainz könnte jetzt hier den 4. Treffer machen. Sie sind jetzt hier kurz vorm Weiterkommen, denn Köln muss jetzt hier treffen und den Ball dann halten. Wir gucken direkt erstmal, ob sie treffen. Und ja, sie treffen noch. Aber wenn Mainz trifft, ist es natürlich hier vorbei. Und sie treffen nicht. Es geht weiter. Es geht hier in eine Verlängerung. Mal gucken, wie Köln jetzt hier rein startet. Ja, sie starten schon mal gut rein. 2 kritische Situationen hier überlebt. Und jetzt macht Mainz den Ball auch rein. Es geht also nochmal weiter. Köln fängt natürlich wieder an hier im K.O.-Modus. Beziehungsweise Sudden Death. Mainz aber auch mit dem Fehlschuss. Es geht wiederum weiter. Jetzt 5:5. Wir sehen Köln mit dem Treffer. Das heißt, Mainz muss natürlich jetzt hier auch treffen. Und das machen sie nicht. Und damit verschwindet natürlich Mainz von der Karte. Und Köln wird jetzt hier größer. Jetzt wird es also so langsam richtig spannend. Mal gucken, ob der SV Werder Bremen sich jetzt langsam anmeldet. Aber nein, es ist Stuttgart. Und da müssen wir erstmal gucken, was wir machen, wenn der Pfeil hier gerade nach oben zeigt. Er zeigt aber ganz klar nach rechts. Der nächste Gegner ist also jetzt hier Leipzig. Und die haben ja am Anfang die beiden Berliner Clubs hier übernommen. Hat eine ziemlich lange Pause, aber der Keeper lässt sich davon nichts anmerken. Hält hier den ersten Ball. Und auch der erste von Leipzig geht hier direkt rein. Stuttgart jetzt hier aber auch mit dem Treffer. Wir gucken auf den nächsten Schützen, der hier ganz frech den Ball reinlupft. Mal schauen, ob wir das auch bei dem Stuttgarter Spieler hier erwarten können. Na gut, von ihm wird nur erwartet, dass er den Ball hier reinmacht. Das macht Forsberg aber nicht. 2 Schützen würde es mindestens hier noch geben. Mal schauen, ob Nkunku das Ganze ja für sich gut ausgehen lässt. Ja, Gleichstand vor den letzten beiden Schützen. Stuttgart macht den Ball rein. Also Leipzig muss jetzt treffen. Sonst verlieren sie natürlich alles, was sie sich hier erobert haben. Aber sie treffen. Es geht also wieder mal in die Verlängerung. Und wir sehen in der Verlängerung direkt den ersten Schützen, der hier vergibt. Guardiol kann also das Gebiet von Leipzig hier ordentlich erweitern. Und das macht er auch. Stuttgart ist also jetzt hier raus. Und jetzt ist die gelbe Farbe natürlich hier ordentlich zu sehen. Die haben jetzt das größte Gebiet zusammen noch mit Hoffenheim. Und jetzt sind wir natürlich hier bei den letzten 5 Teams. So, jetzt noch ganz schnell kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Mal gucken, welches Team jetzt hier angreifen wird. Und wir sehen, es ist nicht Werder Bremen zum ersten Mal, sondern Leipzig macht hier direkt weiter. Okay, die wollen jetzt aber hier komplett übernehmen. Und die übernehmen jetzt erstmal, ja, sich selber. Wir drehen also direkt ein weiteres Mal. Und wir sehen, dass sie jetzt, ja, und damit übernehmen sie jetzt auch Sachsen-Anhalt. Halb Deutschland gehört jetzt hier Leipzig. Die haben also auch hier auf der Landkarte ein ordentliches Imperium gebaut. Aber nur eine einzige Niederlage hier im Elfmeterschießen könnte das Ganze hier zu Staub zerfallen lassen. Wir sehen Bochum schon wieder am Start. Also die haben die Folge hier komplett übernommen. Ganz egal, was jetzt hier noch passiert. Und die werden jetzt nach oben links gehen. Da gibt es erstmal noch keinen so richtigen Gegner. Also ich würde sagen, jetzt wird es mal wirklich Zeit für Werder Bremen hier auch mal anzutreten. Also Bochum würde den Sieg natürlich jetzt hier ordentlich verdient haben. Starten aber so rein. Aber es wäre auf der anderen Seite auch umso genialer, wenn Werder das Ding jetzt hier einfach nach Hause holen würde. Und dann ja, einfach mal das komplette Gebiet von Bochum hier sozusagen übernehmen würde. Bochum macht aber jetzt erstmal den ersten Treffer hier in diesem Elfmeter, aber Werder legt nach. Wir sind also jetzt hier wirklich in der ganz heißen Phase. Werder hält hier den nächsten Elfmeter, beziehungsweise Pavlenka. Werder macht jetzt auch mit
mit Groß den nächsten Elfmeter nicht rein. Der war wirklich in Zeitlupe. Bochum macht den nicht so in Zeitlupe, aber auch nicht unbedingt schnell. Aber der ist drinne, das ist die Hauptsache. Wir gucken direkt auf Bittencourt, der hier den Elfmeter chippt. Und der geht sogar tatsächlich rein. Ja, den habe ich eigentlich schon gehalten gesehen. Wir gucken auf den nächsten Elfmeter. Der ist drinne von Bochum und Werder muss natürlich jetzt hier treffen. Wenn sie natürlich nicht direkt im ersten Spiel hier rausfliegen wollen. Es geht hier in die Verlängerung. Der Kapitän tritt natürlich jetzt hier an und verschießt nicht. Also die Keeper, die sind auf 100 Torwartfähigkeit. Natürlich ein bisschen unglücklich auch direkt neben ihm. Aber wirklich gut sieht das Ganze hier nicht aus. Aber auch Werder trifft. Nächste Runde direkt. Bochum macht den Treffer. Und Schmied tritt hier an und macht den Elfmeter nicht rein. Okay, Werder hat sich hier lange nicht gezeigt und dann auch direkt mal verloren. Komplett verrückt, was der VfL Bochum hier so anstellt. Auch da müssen wir natürlich das Logo noch anpassen. Also komm, ich würde sagen, das ist die richtige Größe hier für Bochum, was die heute hier schon gewonnen haben. Wir sind also jetzt hier bei den vier letzten Teams. Wir gucken direkt mal, welches Team hier angreift. Ja, das ist einfach mal Hoffenheim. Die haben natürlich jetzt hier nur noch drei Optionen offen und sie gehen einfach mal, ich würde sagen, in das Gebiet, was Leipzig hier erobert hat. Also dieses Duell würde jetzt hier kommen. Leipzig hat sich hier extrem viel aufgebaut, aber Hoffenheim könnte einfach kommen und das Ganze jetzt hier einfach mal auf einen Schlag wegnehmen. Aber so starten sie natürlich jetzt hier nicht gut rein, aber auch Leipzig verschießt sie im ersten Elfmeter. Jetzt geht es sozusagen von neu los, aber ja, dann macht Dolberg sowas. Also so sollte jetzt ein Neustart sozusagen nicht aussehen, aber auch Leipzig hier mit dem zweiten Elfmeter, der hier verschossen wird. Wir gucken auf den dritten, der ist dann zum ersten Mal drinne. Leipzig verliert, glaube ich, so langsam so ein bisschen die Nerven, schon zu viele Elfmeterschießen gemacht, aber der nächste geht jetzt hier rein. Wir gucken direkt auf Angelinho. Nkunku macht den Ball hier rein. Hoffenheim muss also jetzt hier treffen, wenn sie noch die Chance haben wollen, aber sie treffen nicht. Hoffenheim verschwindet natürlich jetzt auch von der Karte. Es gibt nur noch drei Teams und die restlichen müssen wir hier mal kurz rauslöschen. Mal gucken, welches Team jetzt hier angreifen wird für das Finale und es ist natürlich Bochum. Wie soll es auch anders sein. Die haben wirklich gar keine Angst, hier einzugreifen. Geht es jetzt nach oben oder zur Seite oder nach unten? Okay, oben, da übernehmen sie einfach das andere Gebiet. Also Schleswig-Holstein ist jetzt hier auch in der Hand von Bochum. Wir brauchen also hier ein neues Team, was dann auch wirklich angreifen wird im Elfmeterschießen. Okay, das ist dann auch Bochum. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ganz so viele Richtungen gibt es ja nicht, nach unten oder nach rechts. Es gibt jetzt hier das Battle Bochum gegen Leipzig. Bochum hat übrigens keinen einzigen Spieler mit 70 Elfmeterwert. Also ich denke, diese beiden Teams hätten es auch verdient, im Finale gegeneinander anzutreten, aber einer wird jetzt hier verlieren. Wir gucken direkt auf den dritten Elfmeter, auch der wird reingeschossen. Wir gucken auf Leipzig, okay, auch der vierte sitzt, die sind natürlich jetzt auch geübt, die haben schon ordentlich Elfmeterschießen hier hinter sich. Wir gucken auf Bochum, auch der nächste geht hier rein, 5 Treffer in Folge. Da gab es auch schon ganz andere Elfmeterschießen, wo wir nicht mal 3 Stück in Folge geschafft haben. Wir gucken wieder auf Bochum und wieder sieht der Keeper ja ein bisschen unglücklich aus. Mal gucken, ob ein Nkunku jetzt hier auch unglücklich aussieht. Nein, er macht seinen Elfmeter rein. 8 perfekte Elfmeter, also 8-mal reingeschossen. Wir gucken jetzt auf den fünften. Das ist sozusagen der entscheidende und der geht hier nicht rein. Jetzt könnte sich durch einen Elfmeter das Ganze hier entscheiden. Leipzig ist im Finale. Und Bochum verschwindet einfach mal nach so einer epischen Saison sozusagen von der Landkarte. Wir haben also jetzt nur noch 2 Teams übrig. Aber wir müssen auch gucken, ob Mecklenburg-Vorpommern hier das Ganze auch unbeschadet überlebt. Welches Team wird jetzt hier angreifen? Welches Team holt sich vielleicht noch das letzte freie Gebiet? Leipzig wird schon mal angreifen. Wir schauen, was der Pfeil sagt und der Pfeil sagt, dass sie, ja, nach unten gehen. Das passiert schon mal nicht. Wir machen also direkt hier weiter mit dem nächsten Mal und sie gehen schon wieder nach unten. Hallo, Bayern ist schon vorbei. Das Ding, das habt ihr doch schon. Da ist irgendwas bei euch falsch gelaufen. Ja, okay, jetzt gehen sie nochmal nach oben. Auch das letzte Bundesland ist damit natürlich im Besitz eines Bundesligisten. Aber es kann natürlich jetzt hier nur einen Gewinner geben. Würde es jetzt hier Leipzig oder der erste FC Köln, wird es Sachsen oder Nordrhein-Westfalen, die natürlich mit den meisten Teams hier an den Start gegangen sind. Die hat natürlich die größte Chance. Wir sehen aber auch direkt der zweite Treffer von RB. Mal gucken, was die Antwort von Selke ist. Der macht den hier nicht rein. Nkunku kann also jetzt hier schon ordentlich die Führung ausbauen, macht er aber nicht. Hector muss aber jetzt eigentlich schon treffen. Damit macht er nämlich den Ausgleich. Damit bleibt es natürlich jetzt hier spannend. Olmo verschießt und jetzt hat Köln eine riesengroße Chance. Hier schon eine kleine Vorentscheidung, aber der Ball geht hier nicht rein. Kampel jetzt hier für Leipzig, der macht den rein. Wird das hier der allerletzte Elfmeter sein? Ja, es wird der allerletzte Elfmeter. Glückwunsch für alle, die für Leipzig mitgefiebert haben, aber ich denke, wir haben alle ein richtig gutes Video gesehen. Klickt euch gerne hier direkt zum nächsten.